geschätzte Frau Minister, liebe Kollegen hier und liebe Menschen, die aufgrund der fortgeschrittenen Tageszeit doch noch nicht abgeschaltet haben und noch bei uns sind. Jeder Fünfte berichtet von erfahrener Diskriminierung in Arbeit und Job. An zweiter Stelle wird der Bereich Wohnen genannt. Und bei beiden Bereichen sind besonders beeinträchtigte Menschen betroffen. 10% klagen über Diskriminierung im Gesundheitsbereich, hier über den Zugang zu diesen Leistungen. Diskriminierendes Verhalten ist unserer Gesellschaft nicht dienlich, da sind wir uns mit Sicherheit alle einer Meinung. Hier gilt es zu schauen, was präventiv dazu getan werden kann, dass keine Diskriminierung stattfindet und in weiterer Folge, was ist zu tun, wenn es doch dazu kommt. Es gibt auch viele Studien zur Diskriminierung. 28% aller Betroffenen zeigen auf, dass sie aufgrund mehrerer Merkmale diskriminiert worden seien. Besonders häufig sind dabei die Merkmale Herkunft und Religion, gemeinsam genannt aber auch die Merkmale Geschlecht und Alter, körperliche Beeinträchtigung und Alter sowie Geschlecht und Familienstand und Kindern. Das wird häufig in Kombination genannt, Familienstand und Kinder. Belastend ist auch die zwischenmenschliche Diskriminierung. Gerüchte, Tuscheln, unangenehme Anspielungen. Und meine Damen und Herren hier im Saal, da sind wir alle nicht davor gefeit, oder wer wollte heute alle freiheitlichen Abgeordneten zum Drogentest schicken? Es gibt in Österreich festgeschriebene Diskriminierungsgründe. Geschlecht, ethnische Zugehörigkeit, Religion und Weltanschauung, Behinderung, sexuelle Orientierung, Alter. Das Diskriminierungsverbot gilt für den Bereich Arbeitswelt. Beim Zugang zu Gütern und Dienstleistungen besteht auch Schutz vor Diskriminierung aufgrund Geschlecht, ethnischer Zugehörigkeit und Behinderung. Ganz ähnliche Regelungen gibt es in den Landesgesetzen. Wir denken, dass unser Land auch aufgrund Diskriminierung des Geschlechts mit diesen Gesetzen ausreichend Schutz vor Diskriminierung bietet. Aber es liegt an jedem Einzelnen. Es ist natürlich eine Frage des persönlichen Benehmens und auch des Verhaltens gegenüber anderen Menschen. So, Rosa Ecker von der FPÖ und Eva Ernst.